Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Es ist Herbst und es ist Football Season. Also machen wir leckere Schweinereien zum Football. Wie heute, Freunde. Geile Easy Chicken Wings Mango Rum. Oh, herrlich. Wirklich herrlich. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Freunde, was brauchen wir für unsere Easy Mango Rum Chicken Wings? Easy wenig und deswegen liebe ich die Spice Bar so. Wir brauchen einmal Magic Chicken von der Spice Bar. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr euch das selber mischen. Salz, Pfeffer, Chili, Lauch, Koriander, Knoblauch, Kreuzkümmel, alles mögliche ist da drin. Also könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Ne? Wenn ihr einen Lieblingsrub habt, einfach rein da. Und dann vom Hauptstadtgriller die Mango Rum Barbecue Soße. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr euch die nicht selber mischen. Die müsst ihr euch schon kaufen, Freunde. Aber das ist halt jetzt auch dieses Easy- und Fast-Rezept. Deswegen braucht er die Zutaten eigentlich. Und ein bisschen Honig. Und dann natürlich Chicken Wings, also Hühnchenflügel. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Oder drei. Ihr könnt die jetzt hier einschneiden. Ihr könnt die auseinandernehmen, dass ihr zwei Teile habt. Oder ihr macht es wie ich, weil ich faul bin. Ihr lasst die einfach genau so, wie sie sind. Das war's. Los geht's. Also einfacher geht's wirklich nicht, Freunde. Wir haben unsere Wings. Und unser Magic Chicken. Und da kommt jetzt einfach mal ordentlich was rüber. Mit den Hühnchenflügeln habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe die mal kurz abgetupft. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie noch ein bisschen waschen. Ansonsten ordentlich Magic Chicken rüber und umrühren. Zack, keine Kunst, Freunde. So ungefähr sollten die Dinger aussehen. Ihr könnt die jetzt auch noch 2 Stunden stehen lassen oder über Nacht oder wie ihr wollt. Oder ihr schmeißt sie gleich auf den Grill. Zack, los geht's. Grill. Ungefähr auf 200 Grad vorheizen. Der ist jetzt ein bisschen höher gerade, aber der geht noch runter. Also regelt euch das Ding auf 200 Grad ein. Ich habe hier unten ein bisschen Alufolie reingemacht, einfach nur, damit das Ding nicht voll sauer komplett, weil der wird ein bisschen tropfen danach. Und jetzt kommen einfach unsere Flügelchen oben rauf. Und zwar am besten am Anfang so, dass er die Fleischseite nach oben legt. Also einfach alle rauf. Und wie ihr seht, 14 Wings passen perfekt. Wie gesagt, 200 Grad, Deckel zu. Halbe Stunde, sehen wir uns wieder. Bam, Freunde, 30 Minuten später Zeitsprung. Kommt mal her, ihr seht, der Grill hat sich bei exakt 200 Grad gehalten. Ich habe alle 4 Brenner auf kleinster Stufe. Also das funktioniert wirklich easy. Und jetzt, Vorsicht, das heißt, guck mal. Oh, oh, ist das geil. Ist das geil. Also theoretisch könnte das wahrscheinlich jetzt schon knabbern, aber wir wollen ja noch ordentlich Mango-Rum-Aroma ranbringen. Also die Dinger... Zack, wieder zurück in unsere Schale. Die habe ich auch nicht sauber gemacht, ne? Die könnt ihr einfach so lassen. Zängchen. Und jetzt baller ich die erstmal alle hier rein. Sehr, sehr geil. Unsere Wings sind alle hier drin. Da geht jetzt mal ein ordentlicher, ja, einer oder zwei, mal gucken. Ich glaube, ein ordentlicher Teelöffel Honig rüber. Wunderschön, damit wir noch ein bisschen mehr Süße rankriegen. Ne, wir nehmen 2 Teelöffel Honig. Da ist der zweite. Oh, geil. Und unsere Flasche Barbecue-Soße Mango Rum vom Hauptstadtgriller. Auch einfach nochmal lässig oben rüber. Ja, vielleicht brauchen wir nicht die ganze. Zack. So. Und jetzt, Freunde, das da drin ist wirklich heiß, auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht. Deswegen nehme ich mir einfach mal 2 Handschuhe übereinander. Dann sollte das funktionieren, falls ich die ankriegen sollte. Beim zweiten wird es immer ein bisschen tricky. Ich stehe schon wieder da. Mein Proktologe liegt schon wieder lachend unter dem Tisch, wa? Ich krieg den zweiten nicht an. Kleinen Moment, ich bin gleich soweit. Gefühlte 5 Minuten später, mehr schlecht als recht. Und jetzt einfach durchwalzen, die Wings. Dass die überall wundervoll mit Honig und der geilen Barbecue-Soße benetzt sind. Oh, ist das geil. Die könnt ihr jetzt schon reinbeißen. Mmh. Heiß, 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 heiß. Sehr, sehr schön. Und wenn überall ordentlich Barbecue-Soße dran ist, ihr könnt die natürlich auch mit einem Pinsel einzeln einpinseln, das wäre mir aber schon wieder viel zu anstrengend. Jetzt kommen die wieder zurück auf den Grill.
Der einzige Unterschied zu vorhin ist, wir legen die jetzt einmal andersrum. Also quasi mit der Nicht-Fleischseite nach oben, damit die Fleischseite unten ist und nochmal ein bisschen mehr Hitze bekommt. Zack, alle rauf, dann Deckel zu und nochmal ungefähr 10-15 Minuten. Und während die letzte Viertelstunde läuft, wir wollen ja die Wings nicht nackig essen, sind hier noch ein paar Nachos einfach in die Form rein, ein bisschen Mozzarella, ein bisschen Cheddar-Käse gerieben rüber und der kommt einfach auch noch mit drauf. Das schmilzt uns in den 15 Minuten und dann können wir lecker zusammen essen. Bis gleich. Bam, die Zeit ist rum. Gott sei Dank, ich habe Riesenhunger. Es duftet hier auch schon hervorragend. So geil, dass Klaus auch schon vorbeigekommen ist. Ne? Prost, Freunde. Sassi hat in der Zwischenzeit noch eine wunderschöne Guacamole und eine Sour Cream gezaubert. Gezaubert könnte man fast sagen. Rezepte davon habe ich. Videos verlinke ich euch hier oben irgendwo. Ne? Und jetzt kommt mal rum. Guckt euch das an. Trommelwirbel. Oh, geil. Ist das geil, Freunde. Das ist Porno, würde ich sagen. Ja, bleibt uns nur noch zu essen, ne? Ich mach mal schnell unser Tellerchen fertig und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Bam! Ich hab schon zu oft Bam heute wieder gesagt, war, aber es ist einfach Bam, Freunde. Guckt euch das an. Geil. Geil. Und so geht der Teller bei uns auf den Tisch. Saskia muss aber noch einen Moment warten. Ich probiere jetzt mal für euch. Ne? Man muss das ja auch essen können. Also ich nehme mal hier so einen Wing. Ich hoffe, dass ich mir nicht alle verbrenne. Oh. Oh. Heiß und saftig. Könnt ihr sehen? Geil. Man hat diese Fruchtnote von diesem Mango und den Rum. Ja, der kommt auch. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Okay. Also ich könnte mich da reinlegen. Sehe ich schon wieder aus wie ein Schwein? Zum Finger ablecken. Ein bisschen Chips dazu, ein bisschen Sour Cream, ein bisschen Avocado. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Freunde, was ist denn da? Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like, über ein Abo, würde mich freuen. Das war Bobby, 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.